Hier bringt er seine Fußspitze an den Ball. 2-1 für Aalen und in Frankfurt war es der Scaler. Alles war Diakite. Und Eintracht Frankfurt führt wieder. Mit 4-3. Hier das Zuspiel. Da ist der Scaler. Dann Spordone, der nicht rankommt. Und Diakite vor dem langen Bein von Rolfes. Und auf einmal sind sie wieder da. Sie sind wieder am Leben. Eintracht Frankfurt. Bakary Diakite, der den Verein verlassen wird in Richtung Nizza. Schaut sie, da drückt er den Reutlinger ins Netz, will den Ball haben. 6,5 Minuten haben sie noch, die Frankfurter. Wenn die Frankfurter ein Tor machen und die Braunschweiger eins, dann wird es auch reichen für Eintracht Frankfurt. Also, wir kriegen doch noch dieses Kribbeln in den letzten Minuten. 3-2, Aachen 4-1 und hier vielleicht gleich 5-3. Hollerit ist da. Scaler, Erwin Scaler, sieht der Diakite. Tor! 5-3! 5-3! In der 90. Unvorstellbar! Unvorstellbar! Zunächst Matza, der scheitert noch an Hollerit. Klasse gemacht vom Keeper. Das Scaler. Scaler hat die Ruhe noch gegen Spordone, hat das Auge und Diakite, der junge Kerl, macht das 5-3. Und jetzt, was kommt jetzt? Nachspielzeit ist abgebrochen. Wir gehen noch mal kurz nach Braunschweig. Reimann, so was gab es noch nicht. Solche Schlusssekunden. Bürger und Tor! Alexander Schur, das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Der Frankfurter schießt Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Alexander Schur macht das 6-3. Und Willi Reimann ist Erstliga-Coach. Unvorstellbar, unvorstellbar. In der dritten Minute der Nachspielzeit. Das ist mehr als ein Tollhaus. Das ist die unglaublichste Geschichte seit Bestehen der zweiten Fußball-Bundesliga. Ausgerechnet Alexander Schur. Und jetzt wird die Partie nochmal angepfiffen von Strampe. Wird er sie nochmal anpfeifen? Alexander Schur. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Noch nie hat er woanders gespielt als in Frankfurt. Und hier macht er das Tor. Und Trainer. 6-3 und schaut sie sich einmal an. Alles noch nie da gewesen. Unvorstellbare Szenen und jetzt ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Und Sie, liebe Zuschauer, bei Premiere waren mit dabei. Unvorstellbar. 6-3. Willi Reimann hat das Wunder vom Main vollbracht. Eine Dramatik, die so noch nie da war. Heiner Falkenhayn gratuliert Willi Reimann und der geht jetzt natürlich hin in seine Kurve zu seinen Fans und Frankfurt spielt jetzt gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke und die großen Pläne, die sie in der Schublade hatten, die holen sie jetzt raus. Willi Reimann, der nüchterne Westfale an seinem größten Tag. Schon einmal mit Wolfsburg hat er es geschafft. Auch gegen Mainz damals. Welch Tragik für die Mainzer. Und jetzt mit Eintracht Frankfurt.
Im letzten Sommer ohne Lizenz und jetzt oben durch Alexander Schur. 6:3. Und Jörg Dahlmann, ich glaube, in Braunschweig weinen sie. Und das sind die Bilder hier. Ich bin sicher, dass die Frankfurter heute Abend irgendwann, wenn sie zum Nachdenken kommen, auch ein bisschen mitfühlen werden mit Mainz 05. Aber die wissen jetzt, sie sind zurück in der Bundesliga. Das war der Moment des Triumphes für Willi Reimann mit seinem Co-Trainer Jan Kotschan. Alexander Schur, Rot-Weiß Frankfurt, FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt, nie die Stadt verlassen. Und er schießt seinen Verein in die Fußball-Bundesliga. Unvorstellbar, liebe Zuschauer. Was wir heute gesehen haben, glaube, vergessen wir alle nicht.